In diesen wenigen wertvollen Sekunden haben sie die Gelegenheit, dem Opfer ihren Willen aufzuzwingen. Falls Sie für meine Genialität Bewunderung übrig haben, befreien Sie mich bitte aus dieser misslichen Lage, in der ich mich ohne Zweifel befinden muss. Schielmann hat diesen Gegenstand in einem Kasten aufbewahrt und mit einem ausgeklügelten Schloss versehen, um für seine zukünftige Flucht gewappnet zu sein. So konnte er sicher sein, dass keiner der Gefängnismitarbeiter seinen Füllfederhalter findet. Ich beschloss, sein Spiel mitzuspielen, jedoch nach meinen eigenen Spielregeln. Ich würde ihm zwar zur Flucht verhelfen, ihn aber mit seinem eigenen Gift willenlos machen. Ich ließ Schielmann das Spiel beginnen, indem ich ihm seinen Füllfederhalter gab. Dann war ich an der Reihe. Mein erster Schachzug war es, den Direktor davon zu überzeugen, dass Schielmanns Zelle durchsucht werden müsse. Ich warf also Schielmann den Ball zu, indem ich ihm die Gelegenheit gab, Wärter James mit seinem Gift willenlos zu machen. Er hat sich die Chance nicht entgehen lassen. Er schmiert die Gitterstäbe seiner Zelle mit der giftigen Tinte ein und Wärter James fasste sie beim Öffnen der Zellentür an. Schielmann nutzte diesen kurzen Moment, um den willenlosen Wärter zu befehlen, ihm den Schlüssel auszuhändigen. Nun war ich wieder an der Reihe. Ich musste einen Weg finden, um Wärter O'Sullivan außer Gefecht zu setzen. Laut Miss Pattersons Schichtplan, den wir zuvor gefunden hatten, wurde O'Sullivan dem Hochsicherheitstrakt zugeteilt. Ich muss zugeben, dass mir der junge Wärter unfreiwillig geholfen hat, indem er mich bat, etwas ins Gästebuch des Gefängnisses zu schreiben. Ich ließ die Ereignisse noch einmal Revue passieren und merkte an, dass Holmes bereits etwas ins Gästebuch geschrieben hatte, bevor er Schielmann seinen Füllfederhalter zurückgab. Etwas überheblich erwiderte Holmes, exakt, ich habe den vorgesehenen Lauf der Dinge etwas vorweggenommen und genau deswegen war ich Schielmann bei unserem gemeinsamen Spiel einen Schritt voraus. Während er dachte, dass es andersrum sei, Schielmann kam es gar nicht in den Sinn, dass ich sein Gift bereits benutzt haben könnte. Er dachte, die Tatsache, dass O'Sullivan schläft, sei einfach ein Geschenk des Himmels. Aus diesem Grund machte er sich keinerlei Gedanken über das Empfehlungsschreiben, das er in der Tasche des Wärters fand. Holmes unterbrach seine Ausführung kurz, um auf meine vorangegangene Unterbrechung einzugehen. Okay. Achso, Fortsetzung. Zäumen Sie das Pferd doch nicht von hinten auf, Watson, sondern lassen Sie mich fortfahren. Also, O'Sullivan musste nur die frische Tinte im Gästebuch leicht berühren, um mir ausgeliefert zu sein. Ich befahl ihm einen Zustand starker Müdigkeit, aber forderte ihn auf, im Moment nichts dagegen zu tun. Die Müdigkeit sollte stark genug sein, um später bei der Schicht im Hochsicherheitstrakt einem Nickerchen nicht widerstehen zu können. Später, nach dem Schichtwechsel, nutzte Schielmann den Schlüssel, um sich aus seiner Zelle zu befreien. Er schlug dem schlafenden O'Sullivan auf den Kopf und tauschte die Uniform des Wärters mit seiner Häftlingskleidung. Danach erzeugte er mit Zutaten, die ich ihm vorher gegeben hatte, künstlichen Nebel, darunter Zucker von Miss Patterson Teetablett, Brightons Backpulver, Kaliumnitrat aus der Wachstube und Schwefel von ein paar Streichhölzern. Dann befreite er mit dem Schlüssel die Gebrüder Flint. Sie sprangen sich gegenseitig an die Kehle. Dieses unfreiwillige Ablenkungsmanöver der Gebrüder Flint trug dazu bei, dass Schielmann unbemerkt den Hochsicherheitstrakt verlassen konnte. In dem ganzen Durcheinander traten nämlich schließlich sie auf den Plan, Watson. Mit der Absicht, O'Sullivan zu helfen, ermöglichten sie Hans Schielmann, das Tor zum Korridor zu öffnen, indem sie ihm den Schlüssel zuwarfen. In der Zwischenzeit öffnete ich das zweite Tor, indem ich den Alarm erneut auslöste. Nach Holmes' Ausführungen begann ich, meine Taten mit einem anderen Licht zu sehen. Es bereitete mir Unbehagen zu erkennen, wie er mich benutzt hatte, ohne dass ich wusste, zu welchem Zweck mein Handeln eigentlich diente.
Ich unterbrach seinen Monolog, um auf die Wärter hinzuweisen, die mit der Situation heillos überfordert und damit beschäftigt waren, die Gebrüder Flint zu bändigen. Holmes fuhr fort. Exakt. Es gab also nur noch ein Hindernis für Schielmann. Wärter Brighton an der Rezeption direkt vor dem Ausgang. Ich unterbrach ihn erneut. Aber der Direktor war es doch, der ihn so eindringlich in sein Büro beorderte, Holmes. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass er in die Ausbruchspläne eingeweiht war. Natürlich nicht. Ich habe den Direktor gegen Brighton aufgebracht. Erneut konnte ich meine Ungeduld nicht im Zaum halten und fragte wie. Ich fand heraus, dass Jenny Patterson und Brighton ein Paar sind. Außerdem wusste ich, dass der Direktor nichts von ihrer Affäre ahnte und sicher in Rage geraten würde, wenn er davon erfährt. Ich fragte ihn, ob das auch der Grund war, warum Miss Patterson ihn sprechen wollte. Ja, sie wusste, dass ich ihren Spind geöffnet hatte, um den Schichtplan der Wärter zu finden. Also war ihr klar, dass ich über ihre Affäre mit Brighton Bescheid wusste. Sie wollte sichergehen, dass ich nichts verraten würde. Ich erlaubte mir die Bemerkung, dass es ziemlich unanständig von ihm war, dem Direktor alles zu sagen, nachdem er der jungen Frau versprochen hatte, dies nicht zu tun. Etwas scheinheilig entgegnete er mir. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe im Büro der Sekretärin lediglich den Liebesbrief in die Ablage für dringende Mitteilungen gelegt, mit dem Wissen, dass er nur wenige Minuten später an den Direktor ausgehändigt werden würde und dieser in Rage geraten würde. Der Direktor schrie Brighton an, nachdem dieser ins Büro der Sekretärin geeilt war. Nun war der Weg für Schielmann frei und er konnte das Gefängnis durch den Ausgang verlassen. Eine weitere Frage beschäftigte mich, die mir nicht minder wichtig erschien. Warum ist er nicht weggelaufen, nachdem er draußen war? Warum hat er gewartet? Die Antwort meines Freundes enttäuschte mich nicht. Das ist doch ganz offensichtlich, mein lieber Watson. Dass er nicht weggelaufen ist, ist einzig der Tatsache zu verdanken, dass ich ihm, wie gesagt, einen Schritt voraus war. Ich hatte genug Zeit, das Empfehlungsschreiben für O'Sullivan mit der vergifteten Tinte des Füllfederhalters zu verfassen. Der Brief befand sich in der Tasche, der Uniform, und Schielmann konnte sich nicht seiner Neugier erwehren, ihn zu lesen, als er ihn fand. Ich fragte Holmes, was auf dem Brief stand. Nur, ich gratuliere Ihnen zur Flucht. Warten Sie hier auf mich. Mehr nicht. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, und so kam es zum ersten und einzigen erfolgreichen Ausbruch aus dem Westgate-Gefängnis, der sichersten Haftanstalt des gesamten Königreichs. Ein Fallbeispiel, das ohne Zweifel auch die Studenten der Polizeiakademie noch lange beschäftigen wird und als einer der spektakulärsten Ausbrüche in die Geschichte eingehen dürfte. Na dann, weißt du Bescheid. Alter, das lädt ja ewig. Wingate und Johns. Wir sind im Herzen von Whitechapel. Behalten Sie Ihre Brieftasche im Auge, Holmes. In dieser Gegend tummeln sich die meisten Taschendiebe Englands. Machen Sie sich um meine Brieftasche keine Sorgen, Watson. Es wäre leichter, Big Ben zu verrücken, als mich zu bestehlen. Oder sich einen Schilling von Ihnen zu leihen. Amüsant, Watson, wirklich amüsant. Können wir uns nun ernsthafteren Themen zuwenden? Ich bin ganz Ohr, Holmes. Ist das dann nicht der Katzenfleischverkäufer? Oh. Soll ich Ihre Schuhe putzen, Mister? Wird langsam Zeit. Nein, das ist nicht nötig. Mein Herr, vielleicht eine kleine Münze. Ein Kutschenbauer. Nichts Interessantes. Bucks Row, wo Polly Nichols Jack the Ripper in die Arme gelaufen ist und den Tod gefunden hat.
Sie sind nicht von hier. Gehen Sie besser wieder. Ist keine gute Gegend. Ist ja nett. Wir haben keine Arbeit und kein Dach über dem Kopf. Was soll nur aus uns werden? Leider viel zu häufig. Sie lassen uns hier zugrunde gehen. Wer sind Sie? Hey, ist das nicht der... Nicht Schuster Lederer? Max Rowe, wo Polly Nichols, Jack Sir... Okay. Hier ist nix. Eben konnte ich mit dem noch reden. Sie sind nicht von hier. Gehen Sie besser wieder. Whitechapel Street. Wir befinden uns in einem der Hauptbezirke des Viertels. Hier ist nichts Interessantes. Okay, dann gehen wir mal weiter. Sie sind nicht von hier. Hier ist, glaube ich, das Dirnengeschäft. Viele Ausländer haben in diesem Bezirk Läden eröffnet. Mhm. Haben Sie einen Schilling, mein Herr? Whitechapel Street. Na? Ein Anzugverkäufer. Ich denke nicht, dass er in dieser erbärmlichen Gegend viel Kundschaft hat. Kann ich nicht reden? Das da ist Wiggins! So sah Wiggins in dem anderen Teil aus. Nicht dieses Goldlöckchen da. Burner Street. Es gibt keine Waren mehr. Ich muss dicht machen. Was für eine Tragödie. Mein Mann kann die Miete nicht bezahlen und wir wissen nicht, wo wir hin sollen. In solchen Momenten fällt es einem immer wieder auf, wie gut es einem eigentlich geht. Im Gegensatz zu anderen Menschen. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich niemals, wirklich niemals, nicht arbeiten würde. Also, ich würde eingehen. Ich hätte einfach ganz schlimm Existenzängste. Burner Street. Mich von jemandem anders so abhängig zu machen. Sind Sie von der Polizei? Wenn ja, dann tun Sie doch etwas. Die Menschen hier sterben vor Hunger. Mach nix, wir sind nur reich.